Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr den Tacho aus dem Golf 4 und vergleichbaren Modellen ausbauen könnt. Dazu habe ich als erstes das Lenkrad über die Lenkradverstellung rausgezogen und nach unten gedrückt. Als nächstes müsst ihr mit einem kräftigen Ruck an den beiden Seiten dieser Verkleidung ziehen, welche ihr dann rausklappen könnt. Und auch unten vom Lenkrad abmachen könnt, ist aber optional. Ihr könnt euch die auch einfach hier beiseite legen und kommt dann an die Schrauben ran. Die beiden Schrauben hier links und rechts unten dreht ihr dann mit einem Torx 20 Schraubendreher raus. Ist ein bisschen fummelig, aber sollte in 5 Minuten erledigt sein. Mein kleiner Tipp: die letzten Millimeter der Schraube dann lieber mit zwei Fingerspitzen rausdrehen und festhalten, sonst fallen die gerne mal in die Verkleidung rein. Mit großen Händen auch nicht gerade einfach, aber dennoch machbar. So, das Kombi-Instrument ist nun frei und könnte nun ausgebaut werden. Wichtig vorher bei Arbeiten an der Elektronik: die Batterie abklemmen. Beziehungsweise einen Pol der Batterie zumindest abklemmen und den auch isolieren, dass der nicht wieder zurück auf den Pol schnappt und ihr nicht mittendrin wieder Strom drauf habt, irgendwelche Funken entstehen oder sonst was. So, ihr seht, der Wagen ist stromlos. Also kann das Ganze weitergehen. Bitte bedenkt auch, dass er danach die Uhr wieder neu einstellen muss und die gefahrenen Kilometer natürlich nicht mehr angezeigt werden und das Ganze auf Null steht. Um die Stecker auf der linken Seite blau, auf der rechten Seite grün lösen zu können, müsst ihr mit einem Schraubendreher unten die pinke oder rosafarbene Verriegelung beiseite drücken. Da ist ein kleiner Widerhaken, wenn ihr da drüber seid. Könnt ihr auch mit eurem Finger weitermachen. Ich muss mit der einen Hand die Kamera halten, ist gar nicht so einfach. So, beiseite drücken, danach einfach den Stecker abziehen. Auf der rechten Seite genauso, allerdings dahinter, logischerweise. Ihr wisst ja, Widerhaken beiseite drücken oder eben die Verriegelung abhebeln. Den Schritt mit dem Schraubendreher überspringe ich allerdings hier, denn Kamera auf Stativ halten und hebeln ist hinten sehr schlecht. Also wieder die Verriegelung beiseite drücken, vollständig beiseite drücken vor allem und auch den Stecker lösen. So, und jetzt kann der Tacho herausgenommen werden. Bei manchen Tachos müsst ihr darauf achten, da ist hier auch noch ein Stecker für die Multifunktionsanzeige. Hat der VDO-Tacho hier allerdings nicht. Ich bin der Meinung, das geht alles über den CAN-Bus, welcher entweder irgendwo am blauen oder am grünen Stecker ist. Falls ihr mal eine Fehlersuche machen müsst, genaue PIN-Belegungen findet ihr auf jeden Fall online. So, Tacho ist draußen. Batterie bleibt weiterhin abgeklemmt. Noch zwei weitere Hinweise. Wie ihr seht, habe ich mir jetzt meinen Softlack da oben durch den Ausbau ziemlich verkratzt. Da werde ich dann sowieso nochmal mit einem Reiniger drüber gehen. Weiteres auch in einem anderen Video von mir. Dann ist der auch gleich sauber. Also es lohnt sich gleich hier noch ein bisschen zu putzen, wenn der Tacho sowieso schon mal draußen ist. Dann noch ein anderer Hinweis: das Fahrzeug ist ohne Tacho nicht fahrbereit. Heißt nicht nur, ihr könnt die Geschwindigkeit nicht sehen, sondern ihr könnt das Fahrzeug auch nicht starten, weil der Immobilizer, also die Wegfahrsperre, sich zum Teil im Tacho befindet. Heißt, er wird angehen und gleich wieder ausgehen. Und diverse Fehler auch im Speicher ablegen. So, wieder zurück im Auto. Der grüne Stecker ist bereits angesteckt. Beim blauen liest man es auch im Forum häufig, dass er irgendwie ein bisschen zu kurz ist, weshalb es ein bisschen fummelig sein kann, den wieder reinzukriegen. Weil, wie ihr seht, er steckt im Loch. Und dann nicht fester drauf drücken, sondern einfach diese Sicherung hier wieder zurückziehen und dann zieht er sich nämlich selbst rein.
nochmal einen Klick drauf, dass er auch wieder an seinem Widerhaken einrastet. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und dann kann der Tacho wieder reingeschoben und verschraubt werden. Was ich vorher noch gemacht habe, ich habe die Aufkleber, die abgegangen sind, wieder festgeklebt und auch gleich mal hier die Stellen gereinigt, an die man sonst nicht rankommt. Bei den Aufklebern stehen irgendwelche Nummern drauf. Beim Tacho irgendwas mit SW und ein Datum, es könnte der Softwarestand sein. Ja, man weiß ja nie, für was man die irgendwann später vielleicht doch nochmal braucht. Einfach wieder die Schrauben einfädeln und mit dem Schraubendreher festdrehen. Magnetschraubendreher ist natürlich besser, weil, wie gesagt, die Schrauben fallen gerne mal runter. Nicht zu fest, denn nach fest kommt ab. In dem Fall nicht von der Schraube, sondern wahrscheinlich von der Halterung, die auch hier bei dem Tacho schon ein paar Risse hat, wie bei vielen anderen Golf 4 Tachos mit dem Alter. Aber es war bisher noch nichts abgebrochen. Hat mich fast schon verwundert. So, wenn der auch eingebaut ist ordentlich, dann Verkleidung wieder ran, dann Batterie natürlich auch wieder anklemmen, sonst wird es mit dem Starten nichts. Uhr einstellen, dann seid ihr eigentlich fertig. Ich kümmere mich jetzt noch hier um mein Softlack-Problem und dann wird das Ganze auch wieder zusammengebaut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch vielleicht bei eurem Projekt helfen. Könnt ihr euch auch die anderen Videos von mir noch anschauen, vielleicht hilft da auch was. Dann wünsche ich noch viel Spaß und gutes Gelingen.